ihr Lieben, da sind wir auch schon im zweiten Teil. Und hier geht's auch direkt weiter. Das war Nummer 1. Oh, eine gute Kirsche. Das ist Nummer 2. Bananas. Ja, dann können wir jetzt da oben hin. Oh wei. Ne, Moment, ich will dich dahin. Ach, da oben brauche ich wieder einen Schlüssel. Ja gut, da kann ich mir das schenken. Dann gehe ich nämlich direkt hier lang. Ja, genau, jetzt bin ich nämlich hier oben. Ach, Goofy. So, jetzt komme ich da oben rein. Und da müsste jetzt normalerweise sich der Schlüssel befinden. Ja, genau. Oh, nein. ja. Du dahin, dahin, dahin. Das hier ist jetzt noch wirklich harmlos. Also, Freunde, glaubt es mir, das wird im späteren Spielverlauf noch um einiges schwerer. Dann haben wir auch explodierende Steine dabei, also seid gespannt. So, dann können wir jetzt hier schnell durchs Bild laufen. Oh, jetzt müssen wir hier... Ach, scheiße. Nein! Jetzt seht ihr, was ich eben gemeint habe. So. Ja, aber bei... Uiuiuiuiuiuiuiui. Bei 7 Leben kann ich das verkraften. So, dann gehen wir hier hoch. Ja, genau. Jetzt den hier hin. Nein! Da bin ich doch gar nicht lang. Jetzt brauche ich die... Klingel, hatten wir ja eben gesagt, damit können wir die anlocken. So. Schön herkommen. Seid ihr blöd. Jo. Jetzt ist der Weg frei und da oben verbirgt sich jetzt auch schon... Nein, Goofy. Der Endgegner. Ja. Es wird höchste Zeit, dass du kommst. Wir warten schon auf dich. Dein Ende naht. Ja, jetzt müssen wir im Prinzip uns vor diesen roten Dingern in Acht nehmen. Die Dinger hier abschießen, also die netten Kerle, die schmeißen uns auch Sachen zu, die können wir, nee, doch nicht, die können wir auffangen. Ach Mist, die schmeißen uns einmal Kisten zu, diese roten Dinger, die können wir nicht nehmen, und die schmeißen uns Bomben zu, die Bomben können wir auch auffangen. Nein, boah. Her damit. Das Lustige ist, wenn wir mit Max zusammenspielen, dann haben wir die Möglichkeit, den Max auch Huckepack zu nehmen. Das ist lustig. Jawohl. Stufe geschafft. Das war Level 1. Perfekto. 14 Minuten. Oh. Goofy. Ihr gemeinen Kerle, sagt mir sofort, wohin ihr unsere Freunde verschleppt habt. Oh wei. Piraten. Freunde? Was für Freunde? Wir haben niemanden verschleppt.
Wir haben nur unseren Captain gerettet, der von einem Mal verschluckt, der von einem Wal verschluckt wurde. Und wenn wir ihm jetzt erzählen, dass ihr uns angetan habt, dann hat er sich an euch, dann wird er sich an euch rächen. Oh, wollt ihr uns etwa Angst machen? Ja, also geht es ins Level 2? Einmal hä? Ja, und mit jedem Level werden natürlich dann auch die Gegner schwieriger, dass die dann auch einmal mit Kisten auf uns werfen oder dass die einmal durchs Bild laufen oder rollen für mehr. Ja, also wie gesagt, seid gespannt. Moment, kann ich da lang? Nein. Was haben wir da? Sieh doch nur, was sie mit meiner Farm gemacht haben. Ich wünschte, Captain Carlo wäre in dem Wal geblieben. Alles zertrampelt. Ach ja, was habe ich eben gesagt? Aber ey. Ach ja, die ballern jetzt ja auch mich. Ja, genau. Moment. Dahin. Dahin. Du dahin. Du dahin. Ah, das sieht gut aus. Zack. 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 Perfekt. Ja, auch wenn das hier so einfach aussieht. Ich habe damals, wo ich das bei meiner Tante gespielt habe, unheimlich lange für gebraucht. Wenn dann sogar an Wochenenden bin ich dann mal da übernachtet und habe das dann die ganze Zeit gespielt. Was ich auch immer sehr gerne gespielt habe, war F-Zero. Das ist ein Rennspiel hier auf dem Super Nintendo. Das macht auch irrsinnig Spaß. Na, mal sehen, vielleicht werde ich da auch mal ein Let's Show machen. Das habe ich sowieso vor, mal ein paar Let's Shows zu machen. Ich habe da... Genau. Ich habe da einige Star Trek-Spiele, wo es sich lohnt, ein Let's Show von zu machen. Und ja, wenn ich Baphomets Fluch mal zu Ende gespielt habe, endlich, werde ich mal schauen, was sich da so machen lässt. So, aber jetzt erstmal hier weiter. Ah, das ist gut. Ich hoffe, das ist auch der richtige Weg. Nein? Ah. Seht ihr jetzt, was ich eben gemeint habe? Käse. So, jetzt müssen wir ganz schnell laufen hier. Ah, ich wusste es! Nein, Moment. Das kriege ich hin. Denn... zeige ich euch. Seht ihr diese Klammern, die da sind? Die können wir benutzen. Und zwar mit unserer Harpune. Zack! Bleibt ihr daran fest. Genau, so können wir uns den Schlüssel holen. Können dann zack, hier aufschließen und können uns dann hier unten die neue Harpune mitnehmen. Oh nein, die schon wieder. Ach Mist! Na, das ist Käse. Ich brauch das. Das war auch Käse. Och Mensch. Wieder neu. Kommt her. Na kommt. Hierher. Ach, musste das sein? Das ist nämlich auch verkehrt. Oder? Ist das richtig? Freunde, ich weiß es nicht. Wir sehen uns im nächsten Teil.
wieder. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.